ist und ich würde sagen, ich bin ein bisschen müde und ich muss sowieso gerade pinkeln. Deswegen passt das ganz gut. Oh, hier gibt es noch irgendwo ein Dings, das ich jetzt gerade nicht sehe. Das hole ich dann ein andermal. Ich würde allerdings sagen, an dieser Stelle, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! So, und ich bin wieder da. Fangt an zu heulen. Jetzt müsst ihr mich noch weiter ertragen. Nee, wir sind völlig woanders gespawnt. Nein, doch nicht. Bisschen entfernt und eigentlich wollte ich nur den Schatz haben, deswegen bin ich hier hochgeklettert. Da ist er. Ja, ich hab's halt drauf. Oh! Boah, ey, diese verkackte Windows-Einrastfunktion, ne? Es gibt echt wirklich wenig, was mir so auf den Sack geht. Ah, na gut. Jetzt habe ich wenigstens den Schatz. Und ich würde sagen, ja, so eigentlich nicht. So eigentlich auch nicht. So eigentlich auch nicht. So. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Ja. So, hier rechts und wir sind da. Hier gibt es irgendwo, ups, eine Glyphe, die ich natürlich ganz gerne finden würde. Es aber bei meinem Glück nicht werde. Naja, ich guck später. Danach erstmal nehme ich jetzt die nächste Hauptquest an. Avanti! Prego. Kann ich Musste er euch nicht etwas mal anbieten? anklopfen oder Biscotti. was? Und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch Ah, mal. trinke ich auch gerade. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, Er hat habt ihr den es mal Kaffee mit Zucker erfunden. probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Wo waren wir? Sehr schön. Oha. Da hat er aber lange dran gebastelt. Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken. Na, kommen wir trotzdem und die durch, metzeln wir alles ab. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Schon klar. Oh, 1500. 13.000 haben wir schon. 13.000 haben wir, alter Schwede, okay. Das ist nicht schlecht. Salute, So. Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Dann, was Wie geht ab, gefällt euch Rosa? Venezia? Die Stadt hat Charme, aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Also, was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts. Franco, den kennen wir doch. Beginnt in einer hängenden Position. Okay. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. Ja, klingt wie Klettern. Wir sehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Und damit haben wir die Fähigkeit, hochzuspringen beim Klettern. Klettersprung. Oh ja. Nach oben bewegen und. Springt, Ezio! Ja, gut. Greift den höchsten Punkt nach der Kante. Tja. So,
Kinderspiel. Es gibt bessere. Jo, ja, genau. Ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz Ohr. Helft mich vor der Frari-Kirche. Ah, das ist wahrscheinlich jener Aussichtspunkt, den wir nicht erreichen konnten. Gut, wir können jetzt den Klettersprung. Das ist doch schon mal sehr gut. Oh, und 22.000, Alter, 37.000 haben wir derzeit. Ich finde, es wird bald mal Zeit, die Metallrüstung zu kaufen. Na, ich... Aber vorerst will ich noch die Glyphe finden. Ganz gerne. Die muss hier ja irgendwo sein. Da. Jawohl. Ich bin der Tod geworden, der Weltenzerstörer. Kenne ich auch irgendwo her. Dreifaltigkeit, genau. Oh, und da oben links ist das Abstergo hier. Oh mein Gott. So, wo finden wir den Code? Wo haben wir den? Das Dreieck? 9 ist Dreieck. So, dann lasst mal sehen. 5 ist unbekannt. 9 ist Dreieck. Am Arsch. So. Alter. 9 ist Dreieck. Was kommt nach den zwei Dreiecken und den halben wahrscheinlich? Ein Kreis, okay. Danach Viereck, ja, okay. Kreis ist es. So. Und dann haben wir noch die 5. Kreis, Viereck, Viereck, Kreis. Das. Voila. Abstergo Corporation. Betreffgenehmigung für Test. Es gibt bei jedem Experiment den Zeitpunkt, an dem wir die Resultate im Freien prüfen müssen, in der Welt. Ich werde den Erfolg nicht genießen, aber er ist unerlässlich, wenn wir die Gründung einer neuen Weltordnung vorantreiben wollen. Globaler Frieden und Wohlstand hängen an einer festen Hand, welche die Bevölkerung leitet. Eine Hand, die nicht unter dem Gewicht des Gewissens zusammenbricht. Geben Sie O die Genehmigung. Ich glaube, dass die Geschichte uns am Ende recht geben wird. Okay. Feuer! Oh, die Atombombe. Dreifaltigkeit. Wusste ich doch, dass ich das irgendwo erkenne. Das ist der Code. Ja, sehr schön. Datei freigegeben. Haben wir wieder einen Abschnitt gefunden von der Wahrheit. Noch sitzt sie natürlich nicht mal in der richtigen Reihenfolge, aber sobald wir das letzte haben, haben wir auch die Geschichte ganz. So. Wir sollten Rosa bei der einen Kirche treffen, wo wir hochklettern müssen. Da wir da so oder so hin müssen, können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sag ich mal. Und uns in die Richtung bewegen. Uiuiuiui. So. Oh. Bitte tut mir nichts, guter Herr. Du stehst jetzt auf meiner Liste. Und die auf meiner. Wir werden schon bald die Piazza schmücken. Hehehe. So viel zu dem. Aber ich muss mich bedanken. Wir haben immerhin zwei weitere Kisten hier bekommen. Ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. 964. Nice. Jetzt finden wir fast immer 1000 hier. Das ist geil. Jawohl. Nochmal 1000. 17.000 schon. Langsam lohnt es sich richtig, die Kisten auszuplündern. Und weiter oben ist auch noch eine.
seid mir sicher. Hopp, hopp, hopp. Und tschüss. Hui, Platsch. So. Oh. Ja. Ich wollte mal wieder ein bisschen Schaden nehmen, sonst ist es immer so langweilig, gegen die Wachen zu kämpfen. Weil die einfach nichts drauf haben. Deswegen dachte ich mir, nehme ich hier ein bisschen Sturzschaden hin. Das ist gleich spannender. So, da sehe ich auch schon die Kirche. Ja, okay. Und Ezio läuft die Wand hoch. Was ist mit mir? Und du bist tot. War so klar, dass das kommt. Scheiße. Aber wurscht. Aber wurscht. So. Wo ist denn Rosa? Da ist sie. Okay, es gibt zwei Hauptquests. Alles klar. Gesamt gibt es drei Hauptquests, die ich derzeit annehmen kann. Ich werde mal sehen. Hier ist Rosa. Machen wir das doch mal eben hier. Na? Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Ja. Bin in einer Minute zurück. Bin in einer Minute zurück. Ah, eine Minute haben wir Zeit. 5 Minuten sogar. Na dann. Nein, eigentlich. Ja, okay. Dann halt nicht. Ja, oder so. Oh, fuck. So, jetzt geht's ab nach oben hier. Und den Rest kriege ich so hin. Da weiß ich ja schon mal wo. Ja, ich weiß nicht, ich habe hier früher eine Stunde oder so bestimmt versucht hochzukommen. Bis ich es dann aufgegeben habe und später mir ziemlich blöd vorkam. Da. Okay. Hier. Dann halt hier. Die erlauchteste Republik. Tja, Kinderspiel, ne? Zwar nicht ganz in einer Minute, aber in 1,20. Ja, nochmal schöne Runde synchronisieren. Damit haben wir schon alle derzeitig aktiven Synchronisationspunkte abgehakt. Und juhu! Ich liebe das. Kannst du das auch? Und? Sieht aus, als könnte ich euch nichts beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Sehr schön. Und, kriegen wir Kohle? Jawohl, 2,5. Nice. 20.000 schon wieder. So. Ist ja direkt hier in der Nähe. Bietet sich an. Also. Würde ich sagen, wer auch immer das da ist. Ach, oben auf dem Dach. Okay. Na, von mir aus. Klettern wir halt hoch. Okay. Klettern wir jetzt halt hoch. So. Da haben wir ihn. Was geht ab? Ach, sprechen. Wettrennen? Provato, Hugo. Was gibt's? Hugo, ach so. Ihr und Rosa konntet vom Schirter entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Ah, müssen wir helfen. Nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk. Aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück. Okidoki. Die Diebe befreien, die Emilio gefangen hat. Wird gemacht.